remember what I said, spoken in the dead of night. We're through. I hear voices in my head saying that you were the one to use. So why does it hurt? I left you first, can't admit it to myself. But I guess I was wrong, knew the entire time. You were my dearly beloved. You were my dearly beloved. You were my dearly beloved. Ciao Bella und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, bin ich nicht in Deutschland unterwegs, sondern in Italien. Genauer gesagt in Pisa. Wir waren gerade beim schiefen Turm. Sieht irgendwie witzig aus. Da war ich ja noch nie. Ich habe den vorhin das erste Mal gesehen. Sieht irgendwie richtig cringe aus, das Ding. Aber schon nice irgendwie. Kleine Touri-Runde gemacht mit meiner Freundin. Und ich muss sagen, bis jetzt läuft es echt gut für das, dass es unser erster Urlaub ist, den wir mal ohne Eltern erleben. Macht auf jeden Fall Spaß, bloß hier, ich sag's euch, die Verkehrsteilnehmer, aber wirklich alle, egal ob Motorrad, Roller oder Auto, die fahren alle so behindert. Wo wir hier angekommen sind, habe ich echt gedacht, what the fuck, Alter. Ich vermute mal, wenn wir hier noch ein bisschen rumfahren, dann kommt irgendwie auch noch ein bisschen eine Cringe-Situation. Das müsst ihr euch echt mal geben. Die Leute, die vielleicht noch nie so wirklich in Italien waren oder selber hier gefahren sind. Das ist so abartig, Alter. Persönlich bin ja in Italien noch nie selber gefahren, deshalb ist mir wahrscheinlich noch nie so wirklich aufgefallen. Ich kann es immer noch nicht fassen, Mann. Hier auf der Herfahrt zum Campingplatz, da bin ich durch ein italienisches Städtchen gefahren, das erste Mal, also von der Autobahn runter. Und dann fahre ich da durch und ich sag's euch, auf 500 Meter oder so 15 Unfälle gefühlt. Ich sag's euch, das ist abartig. Abartig! Nice. Ja, ich hab mir ja, beziehungsweise für die mich schon länger auf Insta verfolgen, wissen ja, dass ich einen Golf GTI hatte. Den habe ich ja jetzt verkauft und habe mir jetzt einen schmackigen T5 Bus rausgelassen. Gerade für Urlaub und Mopeds reinschmeißen, irgendwo hinfahren. Da hatte ich jetzt persönlich mehr Bock drauf und ja, auf jeden Fall. Wir haben das Ding dann geladen. Und der Bus war einfach voll bis unters Dach. Das war krank. Ich glaube, ich hatte mein Auto nie so voll wie als wir daheim losgefahren sind. Das Ding war randvoll. Was ich auch witzig finde, wenn die Leute hier so krank behindert fahren, dass sie irgendwie so kaum um.
Schon, oder? So, ab und zu war mal auf der Autobahn ein Auto, wo mal die Achse gefehlt hat oder ein Rad oder so, aber sowas wundert mich dann auch nicht, wenn man hier mal die Straßen anschaut. Also hier ist gerade echt noch gut. Ich habe echt gedacht, als ich mit meinem Bus da gefahren bin, dass das Ding irgendwie heile nicht mehr nach Hause kommt, dass da irgendwas fehlen wird am Fahrwerk oder was weiß ich was. Ich sag's euch, die Straßen hier. Also echt mal ein Shoutout an die italienische Regierung, die sollen hier echt mal die Straßen erneuern. Okay. So cool! Schöne Junge! Apropos, wir waren jetzt schon ein paar Tage am Strand und da laufen so schöne Junge rum. Schöne Junge! So gehypt. Ich muss zugeben, ich bin hier auf dem Weg auch immer ein bisschen zu schnell gefahren, zum Beispiel genau wie hier. Dass hier einfach 60 ist und wir fahren hier so 70, 75 und die überholen uns einfach alle. Und sobald da mal ein bisschen Platz nach vorne ist, irgendwie so Sicherheitsabstand, fangen sie schon alle an mit Hupen und Überholen und was weiß ich was. Die sind so dicht hier. Oder auch auf den ganzen Landstraßen darf man ja 90 fahren. Was geht, Bruder? Darf man 90 fahren? Ich fahre vielleicht so 95 oder so und die schießen an einem vorbei, als würde man stehen mit, keine Ahnung was, 120, 130 oder so. Das juckt die sowas von gar nicht. Ich glaube, Blitzer kennen die hier gar nicht.